Von allen körperlichen Empfindungen ist Kitzligkeit vielleicht die rätselhafteste. Denn Kitzeln besteht nur aus einer Berührung der Körperoberfläche, aber auslösen kann sie unkontrollierbares Lachen. Kinder lieben es, gekitzelt zu werden, während die meisten Erwachsenen behaupten, es zu hassen. Kein Wunder also, dass die Welt des Kitzelns immer noch reichlich unerforscht ist. Zum Beispiel, warum lachst du eigentlich, wenn du gekitzelt wirst? Lachen ist ein positives Gefühl, aber Kitzeln kann auch so intensiv werden, dass es kein Spaß mehr ist. Es gibt mehr und weniger kitzlige Teile des Körpers. Viele Leute sagen, dass Achselhöhlen, Seiten und Fußsohlen unerträglich kitzlig sind, während andere Teile des Körpers relativ unempfindlich sind. Vielleicht am verblüffendsten ist die Tatsache, dass wir uns nicht selbst kitzeln können. Das Mysterium des Kitzligseins wird von großen Denkern wie Aristoteles, Francis Bacon und Charles Darwin seit mehr als 2 Jahrtausenden diskutiert. Aber von der modernen Forschung wurde Kitzligkeit kaum beachtet. Bis jetzt. Nun haben Wissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin versucht herauszufinden, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir gekitzelt werden. Mein Name ist Shinpei Shiyama und mein Forschungsthema ist Kitzeligkeit. Es ist wichtig, positive Gefühle zu untersuchen, denn sie sind ein unterschätztes Forschungsgebiet. Kitzeligkeit ist besonders interessant, weil so wenig darüber bekannt ist, außer dass es eine weit verbreitete Erscheinung in menschlichen Kulturen ist. Tatsächlich sind aber nicht nur Menschen kitzelig, sondern auch einige Tiere. Dabei kann eine primitive Art der Freude beobachtet werden. Schon 1999 hat ein Forschungsteam herausgefunden, dass junge Ratten auch Töne machen, wenn sie gekitzelt werden. Lachen sie vielleicht sogar? Und wie hört sich die Stimme einer Ratte an? Das menschliche Gehör nimmt Töne nur in dem Frequenzbereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz wahr. Manche Geräusche, die Tiere machen, können wir deshalb nicht hören. Die Rufe von Ratten liegen zwischen 20 und 100 Kilohertz. Deswegen braucht man ein Spezialmikrofon, um die Stimmen von Ratten aufzunehmen. Und damit wir sie hören können, müssen die Aufnahmen in tiefere Frequenzen umgewandelt werden. Leider verstehen wir nur sehr wenig Rattensprache. Aber was wir wissen ist, dass sie lange Töne mit 22 Kilohertz machen, wenn sie Angst haben oder verärgert sind. Aber wenn sie glücklich sind, quieken Ratten kurz, auf unterschiedliche Art mit einer Frequenz von 50 Kilohertz. Das passiert, wenn sie zum Beispiel mit anderen Ratten interagieren oder wenn sie gefüttert werden. Ein bisschen ist das wie beim Menschen. Wenn unsere Stimme höher klingt, wenn wir aufgeregt sind oder Spaß haben. Also so hört sich eine Ratte an, wenn du ihren Rücken kitzelst. Der Klang ist natürlich in tiefere Frequenzen umgewandelt, sodass wir Menschen ihn hören können. Die Originalfrequenz ist aber hauptsächlich 50 Kilohertz. Offensichtlich mag die Ratte es, gekitzelt zu werden. Das schließen wir nicht nur aus den Frequenzen ihrer Rufe, sondern auch daraus, dass die Ratte sich nicht wegdreht, wenn das Kitzeln aufhört, sondern schaut, wo die Hand hin verschwunden ist. Die Ratten mögen es offensichtlich, gekitzelt zu werden. Sie erkennen meine Hand als Spielgefährte und nähern sich meiner Hand, um noch mehr gekitzelt zu werden. Im Extremfall jagen sie sogar hinter meiner Hand her und rufen dabei mit 50 kHz Frequenzbereich. Sind nun Ratten auch wie wir Menschen an manchen Stellen kitzliger als an anderen? In der Studie vergleichen die Wissenschaftler, was passiert, wenn wir Ratten am Rücken, am Bauch und am Schwanz kitzeln. Und siehe da,
Die Ratte ruft viel, während sie am Rücken gekitzelt wird. Noch mehr Töne macht sie, wenn sie am Bauch gekitzelt wird. Und der Schwanz? Der scheint nicht kitzlig zu sein. Für Ratten ist gekitzelt werden eine so intensive Empfindung, dass sogar ein seltenes Verhalten beobachtet wurde. Hast du es gesehen? Wir schauen nochmal in Zeitlupe. Das ist ein Freudensprung. Die Ratte hüpft nun mit zwei Beinen gleichzeitig, wie ein Hase. Mein Name ist Michael Precht. Wir untersuchen hier an der Humboldt-Universität soziale Berührung und das Sozialverhalten von Tieren, insbesondere von Ratten. Für mich waren die Befunde zur Kitzlichkeit von Ratten mit die erstaunlichsten in den letzten Jahren. Und zwar hat man folgend den Vorschlägen von Herrn Panksepp, der das entdeckt hat, konnten wir bestätigen, dass es ganz viel Kontinuität und Ähnlichkeit in den sozialen Berührungen, in der Kitzlichkeit und im Spaß haben von Tieren und Menschen gibt. Für mich ein sehr unerwarteter und frappierender Befund. Um das Geheimnis der Kitzlichkeit zu lüften, ist für Neurobiologen und Neurobiologinnen der erste Schritt zu verstehen, was im Gehirn passiert, wenn wir gekitzelt werden und welche Hirnregion überhaupt für Kitzlichkeit zuständig ist. Die Körperoberfläche, die gekitzelt wird, sendet über das Nervensystem Signale an das Gehirn. Das verarbeitet den Input weiter und sendet dann Impulse an das stimmgebende System. Das Hirnareal, an das Reize von der Körperoberfläche geschickt werden, heißt somatosensorischer Kortex. Dort werden Informationen wie Berührung, Druck, Schmerz oder Temperatur verarbeitet. Außerdem ist der somatosensorische Kortex wie eine Landkarte des gesamten Körpers. Für jeden einzelnen Teil des Körpers gibt es eine eigene Region. Also für Rumpf, Vorderbein, Hinterbein, Schnurrhaare, Geschlechtsteile und so weiter. Nun hat der Forscher also die Ratten gekitzelt und gleichzeitig die Aktivität von Nervenzellen im somatosensorischen Kortex gemessen. Das ist die Aktivität von Nervenzellen, wenn eine Ratte gekitzelt wird. Die dünnen vertikalen Linien stehen für die elektrische Erregung der Zellen. Fällt dir auf, dass die Nervenaktivität höher wird, wenn die Ratte gekitzelt wird? Das heißt, dass die Reize vom Rumpf in diese Hirnregion übertragen werden. Wir können also tatsächlich sehen, dass Kitzeln Nervenzellen im somatosensorischen Kortex in Aktion versetzt. Bedeutet das, dass Kitzlichkeit Nervenaktivität ist? Wenn das so ist, müsste die Ratte kitzlig sein, wenn man die Nervenzellen stimuliert, ohne tatsächlich den Körper zu kitzeln. Und um das zu testen, hat der Wissenschaftler die Nervenzellen der Ratte elektrisch stimuliert. Siehe da. Die Ratte macht kurze Töne mit einer Frequenz von 50 kHz, als ihr Gehirn stimuliert wird. So hat er also tatsächlich herausgefunden, dass Kitzlichkeit Nervenaktivität im somatosensorischen Kortex ist. In der Gesamtschau halte ich die Ergebnisse zur Kitzlichkeit von Ratten für sehr, sehr vielversprechend. Ich glaube, wir haben hier einen Zugang zu positiven Emotionen gefunden.
Wie es sich darstellt, ist die Kitzlichkeit ein Trick des Gehirns, das Individuen dazu bringt, miteinander zu interagieren und zu spielen. Diese ins Gehirn eingebaute Spielerischkeit, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Befund und vor allem ein sehr unterschätzter Befund bisher.